Noch einmal begutachten Peter und seine Panzerschüler ihr Werk. Die Mauer ist durchbrochen und die Pappkameraden dahinter wie weggefegt. Okay, hier haben wir jetzt die Wirkung im Ziel. Wir sehen, hinter Mauer oder im Raum ist alles tot, was sich da befindet. Und die zweite Mauer durch die Druckwelle hat es eigentlich auch schon nach hinten rausgedrückt. Auch hier, das sind ja auch irgendwie Einschläge, weil es waren jungfräuliche Stahlträger, wo man sagt, okay, von der Seite rein, wenn die Munition natürlich umsetzt. Hier oben haben wir es noch mal schöner. Das sind komplett frische Spuren hier, die von heute vom Schießen aufgemacht haben. Also auch so Stahl wird durchgeschlagen. In dem Sinne ist jetzt wieder wichtig für die Lehrgangsteilnehmer, jawohl, wann zünde ich einen Aufschlagzündermodus und wann zünde ich mit Verzögerung und will alles töten, was sich im Raum befindet. Und ich nehme dann sogar noch die hintere Mauer mit. Ansonsten, das ist halt eine optimale Wirkung im Ziel. Dort hat niemand eine Überlebenschance, wenn er sich irgendwo im Raum sicher fühlt. Ja, wenn wir mit Verzögerung schießen und alles im Raum hochgeht, da können die stehen bleiben. Eigentlich völlig egal. Keine Überlebenschance. No? Okay. Ah, Monty, hast du geschossen? So. Noch ein Jahr wird Peter seine Schützlinge in Technik und Taktik ausbilden und ihnen auf der Schießbahn alles abverlangen. Dann geht er in Rente. Doch eine neue Generation steht schon bereit. Britta Schäff erwartet immer 100%. Auch wenn man bei Panzertruppführer Florian noch zu Ende rauchen darf, bevor die Mannschaftssitzung im lockeren Kreis beginnt. Er zeichnet Arbeitspläne auf Flipcharts. Und er nimmt Rücksicht auf die Work-Life-Balance seiner Soldaten. Dabei lebt er selbst nur für seinen Job. Ich wäre nicht Berufssoldat geworden, wenn ich nicht sagen würde, das bin ich. Also es geht hier nicht um Spaß, sondern das bin ich. Ich bin Soldat und ich mache das aus tiefstem Herzen. Und es gibt für mich auch nichts Größeres, als morgens um 5 mit dem Kampfpanzer loszufahren. Und es ist ein heroisches Gefühl. Man fühlt sich herrschaftlich, weil es gibt nichts Besseres. Seit 4 Jahren gehört Britta Florians Kampftruppe Charlie an. Grundsätzlich stehen Frauen in der Bundeswehr sämtliche Karrierewege offen. Auch die Laufbahn zur Panzeroffizierin ist für Britta möglich. Gibt es für Britta und der Florian eine echte Chance? Also grundsätzlich, ich sehe das immer so, wir haben keine Männer, keine Frauen, wir haben Soldaten. Und wenn sich eine Frau entscheidet, sie will Soldat werden, dann bin ich davon überzeugt, dass sie auch sich vorher damit auseinandergesetzt hat und weiß, was sie erwartet. Ich kann da gar keinen Unterschied machen, weil der Ladeschütze, ob männlich oder weiblich, die müssen beide das Gleiche leisten können. Die Munition wird ja nicht leichter, nur weil das jetzt eine Frau ist. Die Frau muss die Munition genauso laden können wie ein Mann auch. Am Großgerät muss sie sich erst noch beweisen, auch wenn Britta auf einer Farm in Afrika aufgewachsen ist. Also so groß eigentlich nicht. Also klar, mein Vater hat einen großen Traktor und so, aber und einen LKW, aber ist ja ein bisschen was anderes als so ein Kampfpanzer. Nee, tatsächlich nicht wirklich. Britta verlangt Verstärkung bei der Wartung, aber nicht, weil sie eine Frau ist. Kriegen wir noch einen Soldaten zum Unterstützen, weil alle sind zu zehnt und wir zu zweit. Ja, danke. Truppführer Florian ist für die Aufteilung der Teams verantwortlich. Im Moment sind jedoch alle beschäftigt. Kriegen wir jetzt noch einen oder nicht? Ja, hetz mich nicht. Okay. Was ist? Kann man das nicht losmachen? Ja, kannst du. Selbst ist die Frau. Da fehlt nur noch so ein Millimeter. Bei knapp 30 Grad Sommerhitze tauscht Britta nach einer Übung im Heidesand staubige, verstopfte Motorluftfilter gegen frische, neue aus. Arbeit, die jeder Panzerfahrer können muss. Jeder macht alles. Das ist, je nachdem, wo man gerade ist,
und wie man eingeteilt ist gerade, macht jeder alles. Also das eignet man sich mit der Zeit einfach an, wer was wie macht. Und dann weiß eigentlich jeder, wie das geht. Das ist der Alltag hier in der Soldatenstadt. So wie die Großkampfübung der Artillerie. 8 Panzerhaubitzen 2000 wurden in Stellung gebracht. Einmal hat es schon gerumst. Bevor der Panzerhaubitzen 2000 Zug ein brachiales Reihenschießen beginnt, muss ein kurzes Frühstück her. Die 5 Kameraden sind das Lagerleben gewohnt. Bei Übungen verbringen sie oft 14 Tage eng an eng und schlafen sogar im Panzerfahrzeug. Das muss man können. Das ist wie eine zweite Familie, kann man sich das vorstellen. Also ich sehe die Jungs öfter als zum Beispiel meine Freundin oder meinen Vater oder meine Mutter. Da lernt man sich ganz anders kennen. Das hier in den ganzen Verbund natürlich lernt man sich besser kennen, aber auch auf einem Panzer, wenn man da Tag und Nacht schläft, jetzt wie hier 14 Tage, 24 Stunden zusammen ist, da weiß man ganz genau, was der andere macht und was der andere denkt. Wenn einer da mal schlechte Laune hat, weiß man, wie man auf ihn eingehen soll. Wenn einer mal Probleme zu Hause hat, hat man einen ganz anderen Blick drauf, weil man alles genau weiß. Ein bisschen weg hier. Schwenkbereich frei! Die Besatzungen der Panzerhaubitzen machen sich bereit. Finn und seine Kameraden lassen diese Granaten im Bauch des fahrbaren Geschützes verschwinden. Ein Schuss kostet 20.000 Euro. Aber nur wer wirklich schon mal geschossen hat, wird im Ernstfall richtig handeln. Bei der Detonation, im Umkreis von 50 Metern, ist alles ein Volltreffer. Und das bedeutet natürlich, da hat man eine extreme Wirkung mit. Und dafür stehen wir natürlich mit der armen Artillerie, dass wir Wirkung von weit hinten bringen. Es geht los. Und mit einer Schussreichweite von 50 Kilometern stehen die Panzerhaubitzen immer in zweiter Reihe hinter den Kampfpanzern an der Frontlinie. Eine schnelle Schussfolge macht sie für den Gegner so gefährlich. Alle Geschütze warten auf die Freigabe der Feuerleitstelle. Für Finn und seine Kameraden geht es um ein abgestimmtes Zusammenspiel im Inneren der Panzerhaubitze. Finn wird hinter der Abdeckung verschwinden, um das Nachladen zu überwachen. Ein geschützlicher Feuerleit. Achtung, ich zähle. 3, 2, 1. Grüne Fahne bedeutet, die Waffen schweigen von nun an. Solange nur geübt wird, sorgt das Adrenalin für Begeisterung in der Truppe. Ein Gefühl, das im Ernstfall schnell der Ernüchterung und der Angst ums eigene Leben weicht. Wir können in 10 Sekunden 3 Schuss raushauen, 3 von solchen Bomben nach vorne bringen in 10 Sekunden. Das richtet schon genug Schaden an. Und wenn man hier sieht, wir stehen hier mit 8 Haubitzen über das ganze Feld verteilt. Und vorne im Zielgebiet, da wird schon ordentlich was runterkommen. Kann man sich von hier nicht so gut vorstellen, wenn man es dann wirklich mal gesehen hat. Und wir haben es dann halt auch noch nicht oft gesehen, aber wir durften ihn schon sehen. Dann ist man schon stolz auf seine Arbeit. In 40 Kilometer Entfernung auf dem Truppenübungsplatz Nord sind die Geschosse niedergegangen. Mit lautem Gedonner. Dass ein brisanter Einsatzbefehl der NATO bevorsteht, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand in der Stadt.